Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prey. Wir sind auf dem Weg ins Psychotronic-Labor, so hieß das, glaube ich. Türüberbrückung verschließen, freigeben. Freigeben? Nö, lieber verschließen. Ich dachte, das wäre für irgendeine andere Tür, dann kann es aber lieber verschlossen sein. Eine Notiz. Okay. Aber leider kein Passwort. Vielleicht hier noch. Da ist nichts und da ist sonst auch nichts. Liegt auch nichts. Haben wir hier schon den Code für. Wir können es leider auch nicht hacken. Wir brauchen dafür Stufe 2. Und ich glaube, wir haben noch nicht wieder genug. Mal schauen. Wir haben 2. Und wir bräuchten... Wo ist es denn? Wissenschaftler war es, ne? Wir bräuchten dafür auch 4. Also müssen wir noch ein bisschen abwarten. Das können wir entriegeln. Dann gehen wir vorsichtig vorwärts. Hallo Morgan, wir sollten reden. Mein Codename ist December. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft. Aber Sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf Ihre Karte. Ich kontaktiere Sie wieder, wenn Sie den Schlüssel haben. Können wir das Ding hier reparieren? Weiß nur nicht gerade wo. Weil ich will nicht, dass hier gleich wieder Stromschlag rauskommt. Okay. Ja, jetzt können wir es reparieren. Dann werden wir das auch mal tun. Okay, Verteilerkasten ist repariert. Sehr schön. Ich denke mal, das wird uns auch noch weiterhelfen. Dann schauen wir uns hier jetzt erstmal ein bisschen genauer um. Ersatzteile noch. Mülleimer ist nichts. Achtung, die Stationsleitung meldet Alarm. Okay, das ist wieder Heikler 5. Ja, komm, wir reparieren ihn. Weil dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Platz. Das ist die normale. Genau, weg damit. Weg damit. Auch weg. Lüfter können weg. Der ganze Kram. Und mal wieder sortieren. Können auch noch weg. Dann auch weg. Behalten wir mal lieber noch. Können aber noch weg. Und dann mal recyceln anstellen. Und dann müssen wir mal zusehen, dass wir demnächst mal ein bisschen was bauen. Wo sind wir denn? Welche Seite ist das denn? Wissen wir nicht. Schade, hier gibt es nichts. Aber ich denke mal, das war schon nicht... Kehrt, dass wir den Verteilerkasten wieder repariert haben. Aber sonst ist ja auch nichts weiter. Da ist aber ein Gegner. Wir werden mal kurz speichern. Was? Wo kommen die plötzlich hier alle her? Ja, es war ganz gut, dass wir gespeichert haben. Plötzlich 2 von den Viechern hier zu haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, dann warten wir mal kurz ab. Überleg gerade. Mal kurz verriegeln. Wo war das Geschütz? Das hatten wir hier hingestellt, ne? Da wir das repariert haben, ist es jetzt wohl auch nicht so blöde, das vielleicht mal mitzunehmen. Dann kann es uns auch ein wenig unterstützen. Kurz abstellen. Ja, verriegeln.
wieder aufmache. Und dann mal das Geschütz aufbauen. Okay, da unten ist einer. Er kann uns nicht hören. Mal schnell die Schrotflinte. Hat er etwa unser Geschütz da gleich schon wieder vernichtet? Och nö. Jetzt braucht es Reparatur 3. Das ist doch ein Scherz. Das ist doch echt ein Scherz. Aber wo ist der zweite, frage ich mich jetzt. Waren ja eben noch zu zweit, oder waren da den eigentlich gelootet gerade? Fällt mir gerade so dabei ein. Das wollen wir ja mitnehmen, aber das war tatsächlich nur einer. Frag ich mich nur, wo der zweite hin ist. Wollten erstmal genau gucken, nicht dass uns gleich einer hier überrascht. Hier ist nicht weiter. Keine Ahnung, warum das eben plötzlich zwei waren. Nur Müll. Ja, dann gehen wir mal zur Psychotronic. Und schauen, was da los ist. Ich fürchte ja, da werden noch einige Gegner auf uns warten. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Oh. Erstmal wieder in so einer Schleuse, wie es scheint. Okay. Die Psychotronik ist das Gegenteil von sicher morgen. Was suchst du? Jemand hilft dir. Ist es Michaela? Elazar? Okay, das Ding haben wir erstmal repariert. Darüber besteht Einigkeit. Durchqueren Sie diesen Ort so schnell wie möglich. Sie suchen nach einer Wartungsluftschleuse zu einem Unterführungstunnel namens Guts. So gelangen Sie ganz nach oben. Aber so schnell möchte ich hier eigentlich auch nicht durch. Wir speichern mal kurz. Weil wir wollen ja schon die Sachen hier noch looten, die hier so rumliegen. Ja, nicht so, dass wir Neuromods nicht gebrauchen könnten. Einschlag weg und hier eine Leiche wieder mehr. Damit können wir die auch schon wieder abhaken. Nur noch wieder hier rauskommen. Okay. Sicherheitsstation. Es wird automatisch gespeichert. Gucken, sagt die Neuromods sind ja doch so wichtig, dass wir die auch darauf gucken sollten, dass wir die bekommen. Wir haben noch nicht genug, ne? Okay, wir haben immer noch nach wie vor zwei. Da wäre ich natürlich gerne reingegangen. Denn wenn wir durch die Schleuse gehen,
Da passiert nichts, okay. Wenn ich Kraft für. Ja. Okay, der hat uns von der Seite überrascht. Weiß nicht, ob das alle waren. Ich glaube, das waren die beiden, die hier jetzt waren. Der große und der kleine. Toll. Wo kam der schon wieder her? Auf jeden Fall immer nachladen dran denken. Warum ist da oben? So, hier oben kann er auch stehen. Ach, verdammt, komm, kletter mal hier rauf. Da will ich jetzt auch oben raufkommen. Aber hier liegt nichts weiter. Ich hatte gedacht, vielleicht liegt da noch irgendwas. Man weiß ja nie, wo nochmal so ein Neuromod oder so liegt. Nein, reicht unser Schraubenschlüssel. Der Raum schreit doch hier schon wieder nach Gegnern. Vor allen Dingen, da wir auch nichts sehen. Wirklich mal nichts. Klettern, aber auch wieder nur da oben rauf. Gleich noch mal gucken. Was? War hier noch irgendwas? Das scheint alles so. Oh, da geht's eine Etage tiefer. Ja. Weiß nicht, ob das so gut ist, hier längs zu gehen. Aber das sieht nach so einem, ja, Raum aus, als wenn es hier noch was Schönes gäbe. Und? Oder einfach jede Menge von den Viechern. Oh, das war knapp. Und das kann doch nicht angehen. Haben die sich noch wieder verwandelt? Einfach zu dunkel. Oh, ah, wir können auch die EMP-Ladung, um die Roboter zu deaktivieren, wo ich das gerade sehe, in den anderen. Und ihr Kräfte einzusetzen, okay. Erstmal laden, wir hätten mal da oben speichern sollen, bevor wir hier runterspringen. Wäre vielleicht nicht ganz so blöd gewesen. Gucken, wo sind wir? Sind wir hier ganz hinten wieder? Das ist doch echt Mist. Einmal vergessen zu speichern. Jetzt das Ganze hier nochmal. Ja. Mal alle aufbrauchen.
Wo ist der Kleine jetzt hin? Da haben wir ihn noch erwischt. War hier hinten noch was? Hier hinten war, glaube ich, nichts weiter. Oben war auch nichts. Hinten war auch nichts. Okay, da wissen wir ja... Hier lag auch nichts weiter rum. Hier hinten war der. Und jetzt werden wir hier aber einmal speichern. So viel steht fest. Und dann wählen wir mal die aus. Nochmal nachladen. Rotflinte sollten wir vielleicht auch nochmal durchladen, bevor wir da runtergehen. Dann bereiten wir uns mal wieder drauf vor. Na, kommen die jetzt? Okay. Wir haben keine Munition mehr. Oder nicht? Die Schrotflinte, keine Munition mehr. Und hier haben wir auch fast keine Munition mehr. Oh Mann, wir hätten Munition noch bauen sollen. Gibt es hier irgendwas zum Sprengen? Kommen wir darauf? Da ist da einfach die Decke. Sieht nicht so danach aus. Oh, da würde ich natürlich gerne hin. Verwandelt der sich einfach in eine Waffe. Was ist das? Okay. Das Psychoskop war ein Durchbruch. Neben den Neuromods die wichtigste Tech auf der Talos 1. Scannen Sie damit die Typhon-Organismen, wenn Sie mehr über sie erfahren möchten. Übrigens haben Sie das erfunden. Okay. Und markiere und scanne damit Gegner in der Nähe. Indem du Typhon scans, entdeckst du neue Fähigkeiten, die du durch das Installieren von Neuromods erwerben kannst. Okay, zum Scannen ein lebendes Exemplar erforderlich. Ein lebendes haben wir natürlich jetzt nicht. Also erstmal absetzen. Und was haben wir? Ermöglicht die Entdeckung verborgener Mimics. Den werden wir wohl auf jeden Fall mal schnell mit reinnehmen. Hatten wir nicht eben noch was bekommen? Ah, nee, die hatte er ja noch nicht aufgehoben. Jetzt hätten wir Hacken 2. Also könnten wir lernen. Wir gucken, aber hier... Eins nirgends, um weiterzugehen. Da oben können wir auch noch mal kurz gucken. Man weiß ja nie, ob da noch irgendwo was liegt. Eine Taschenlampe wäre nicht schlecht, damit das hier ein bisschen heller mal wäre. Schade, dass da hinten... Ich werde aber auf jeden Fall mal kurz speichern. Da würde ich ja schon gerne rankommen. Aber Hebelkraft 3, selbst wenn wir jetzt noch was skillen,
Kommen wir da nicht direkt ran? Naja, dann halt nicht. Dann erstmal wieder hier hoch. Wer denn hier hochkommen? Das nehmen wir natürlich auch alles gerne mit. Dann gehen wir wieder in die Richtung. Aber dann würde ich an dieser Stelle auch erstmal sagen, machen wir wieder einen kleinen Cut. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Kommentar oder auch ein Like da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin erstmal. Tschüss.